Kann ich dir irgendwie helfen? Du denkst, du hast Molly? Du bist nur Teil des zärtlichen Tanzes. Molly? Ich dachte, sie heißt Holly. Ach, du schöne Weihnachtsbescherung. Oh, ich wusste es. Oh, das ist ein echtes Schlupfloch eines Killers. Ist das was Besonderes? Oh, frag ihn doch nicht. Das ist die Ausdehnung der Psychose des Killers in die physische Realität. Der Keller im Psycho, Kevin Spaceys Wohnung in Seven, Hannibal Lecters Küche. Jeder fiktionale Killer hat sowas. Also hat er hier gewohnt? Ich denke nicht. Nein, das hier sieht inszeniert aus. Oh nein, das ist übel. Das ist übel. Das sieht gar nicht gut aus. Will! Komm schon, komm schon! Audrey! Noah, hey, ich bin durch und könnte jetzt dringend Koffein gebrauchen. Audrey, hey, 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 hörst du mich? Komm schon! Ich bin mit Emma zusammen in der... Dann warte. Noah? Noah, ich kann dich nicht hören. Wir haben Will gefunden, aber... Noah, ich... Nein, 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 ach Mann, ey, komm schon! Oh Mann. Da hat sicher nur jemand Wein verschüttet. Dicken, zähflüssigen Rotwein. Oh. Ja. Ich muss eine rauchen. Du hast vor 4 Jahren aufgehört. Gib mir einfach eine Zigarette. Ihr Name ist Angel, kein Nachname. Aber jeder hat einen Nachnamen. Nicht, wenn dein Vater ein Geist ist. Wir sind momentan in einem Mehrzimmerhaus auf dem Klong Bangkok Yai. Etwa 2 Kilometer entfernt vom Fundort der Leiche. Der Wichser hat mich angelogen, Mann. Finden wir raus, wieso. Hey, gib mir einen Beutel. 20 Mäuse. Ich hab 15. Das ist schön. Hey, White Trash Federline. Sag der Kleinen, sie soll höflicher sein. Ich bin Stammkunde. Grüß dich, Sam. Winespell! Wo ist das Schießpulver? Winespell! Hier, Sir! Ich suche noch, Sir! Los, abladen! Ich komme ja schon! Guten Tag. Ich bin der Zauberer. Sind Sie das? Winespell! Ja, Sir! Wissen Sie rein zufällig, wann Sie Lord Wellington zurückerwarten? Das weiß ich nicht. Lord Wellington ist... In den Linien, ja, ja, ich weiß. Sie schießen nur auf Eichhörnchen. Komm mal her! Was wollen Sie denn von mir? Mir auf der Stelle, wo sich diese Spitzbuben verstecken. Ich hab mit Ihnen ein Hühnchen zu rupfen. Und ich bin mir sicher, dass dieser Lehrer Ihnen Flöhe ins Ohr setzt. Antworte! Los! Ich weiß aber nicht, was Sie meinen! Natürlich weißt du das. Wo ist das Versteck dieser Lümmelbande? Führst mich dahin und zwar sofort! Aber ich weiß doch gar nicht, wovon Sie reden. Sie tun mir weh, aua! Oje, oje, er wird noch alles ausplaudern. Na los, wir gehen jetzt und versuchen gar nicht, mich reinzulegen. Meine große Schwester. Ich musste leider abhauen. Du musst dich nicht entschuldigen. Alle sind ja vor den Bullen abgehauen. Wie geht's dir? Naja, läuft. Und du? Ich sammle ein. Für Aluminium gibt's 50 Cent pro Pfund. Für Kupfer 2 Dollar. Kannst du mal? Was ist mit den anderen? Die haben sich ein neues Loch gesucht. Umsonst Essen, gute Leute. War zu schön, um wahr zu sein. Ja, leider. Von jemandem sonst noch hast du nichts gehört? Leider nicht, Shelley. Leute wie Ata, die schauen nicht zurück. Wir brauchen einen Übersetzer im Oval Office. Ja, red so, dass ich dich verstehe. Sprichst du unsere Sprache? Du sollst reden, Mann! Ihr seid alle dem Tode geweiht. Eure Banken, eure Politiker, sie zerstören die Welt für ihre eigenen, schmutzigen Profitinteressen. Die Amerikaner sind die Terroristen. Wir halten Menschen in Guantanamo fest. Wir schlachten... Kommen Sie von der CIA? Ja. Lucas Newsom. Wir werfen Bomben auf sie ab. Und was wissen Sie über die gestörte junge Seele? Und Jesus Christus erhob sich im Nahen Osten. Oh Mann. Eure Majestät? Wollt ihr irgendetwas sagen? Was King Julian mit seinem Schweigen andeuten will, ist... Dass ich weniger reden und mehr zuhören muss? Ja,
kann man sagen. Richtig. Das ist genau das, was er meint. Also sowas Dummes, dass mir das nicht früher eingefallen ist. Danke, Eure Hoheit.